drin. So, Katja Schoffenegger, Torfrau vom CF Südtirol. Katja, heute 0:0 gegen Mozzanica, gegen der Ersten. Was ist eigentlich dein Kommentar zu diesem Spiel und auch zu den ersten 12 Spieltagen hier in der Serie A2? Ja, also sicherlich, wir haben eine kompetitive Mannschaft und die gesteckten Ziele vom Verein, also in der oberen Tabellenhälfte zu kommen, die können wir sicherlich umpeilen und wenn es geht, können wir auch noch besser machen. Katja, bist du mit deiner persönlichen Leistung zufrieden? Also du hast in den letzten zwei Sonntagen, hast du einmal gegen Cervia und letzten Sonntag dann gegen Campania zweimal einen Elfmeter gehalten. Natürlich ist das für dich auch eine super Resultat. Katja, wie schaut es eigentlich in Perspektive Nationale unter 19 aus für dich? Ja, mit der Nationalmannschaft geht es halt normal weiter. Ich mache heuer das letzte Jahr, also die letzte Saison. Und dann wird man schauen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich und vor allem auch die Mannschaft, dass wir heuer eine gute Meisterschaft machen. Eigentlich kennt man ja diese beiden Elfmeter, was du gehalten hast, dem Trainer der ersten Nationale, also der Nationale A, den Herrn Gedin, schicken. Wie würde der reagieren, wenn er sieht, diese beiden Paraden von dir? Ich sage, Elfmeter sind immer nur eine Aktion und das Wichtigste ist, wie man das ganze Spiel spielt, also über 90 Minuten. Und da ist der Verdienst sicherlich von der Mannschaft, von der ganzen Mannschaft da und nicht live von mir. Okay, Katja, danke dir und alles Gute.